Willkommen zurück, Leute, zu Cyberpunk 2077. In der letzten Folge sollten wir in die Jig-Jig Street zu Fingers. Den haben wir dann von dem Typ in der im Clouds von Thompson haben wir dann die Info bekommen, dass Evelyn bei Fingers ist. Ich stehe jetzt vor der Straße und ja, gehen wir mal rein. Gucken wir uns an, wer Fingers ist und ob der Evelyn hat. Ah, sind noch 100 Meter, wie es aussieht. Die flitzen wir mal fix. Der Ort hat was Besonderes. Okay, da ist schon die erste Wache. Noch eine Wache. Und noch mehr Typen. Wen haben wir da? Misty Sparks. Joy Toy, krank. Fehlerhaft, unbeschädigt. Unbeschädigt. Okay. Hey, keinen Schritt näher. Schauen wir mal. Ich habe was zu erledigen. Deshalb bin ich hier. Also lass mich durch. Fick dich selbst und wir sind beide glücklich und zufrieden. Wieso gleich so gereizt? Ich hab doch nur Spaß gemacht. Schon gut. Lass ihn durch, Sludge. Sludge. Sieht schon aus wie ein Sludge. Hey, pass dich nicht an! Ich hab kein Schiff vor deinem dicken Arsch. Was du aber in jedem Mox der Stadt in diesem Drecksloch aufkreuzt. Wenn du eine Geldforderung hast, dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Lass mich in Ruhe! Schon klar, jeder hat mal. Wie wir uns dachten. Hey. Judy ist schon hier. So. Hallo, stell dich gefälligst an. Hey, verdränge dich nicht. Pflanz deinen Arsch hin und warte, bis du dran bist. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mach mir solche Sorgen um sie wie. Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher. Schon mit Fingers geredet? Schön wär's. Bei dem wartet man länger als bei den besten Ärzten der Stadt. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Oder wir brechen einfach die verdammte Tür auf. Moin! Da bin ich! Was zur... Hey! Was ist der für einer? Das ist der Netzschuppen in Pacifica. Schön einer nach dem anderen. Wir haben ein paar Fragen. Je schneller du antwortest, desto schneller kannst du dich um deine Patienten kümmern. Klingt durchaus plausibel. Da kann ich nichts gegen sagen. Krass. Alter. Unverschämt. Wie du siehst, wird meine Patientin hier etwas nervös, wenn ich die Hälfte ihres Gesichts weglasse. Das ist ein Scheißdeal für deine Patientin, Doc. Die Gesichtsplatte hat einen kaputten Litri-Traktor. Hey, meine Patientin weiß, dass das anstehende Upgrade auch Nachteile hat. Die Alternative, meine Liebe, wäre gar kein Augenlid und auch keine Gesichtsplatte. Ich suche ein Mädchen namens Evelyn Parker. Sie kam hier in deine Klinik. Gut, aber ich muss erst eine OP beenden. Dürfte ich wohl bitte? Du kannst weiter Doktor spielen, wenn wir mit dir fertig sind. Sieht aus, als müsstest du warten, Schätzchen. Lässt sich nicht ändern. Ein verdammtes Auto kann nicht warten! Ach komm, nicht weinen. Wir wollen doch keinen Kurzschluss riskieren, oder, Hübsche? Ach, da liegt's! Das ist schon krass, ey. Ich habe all meine Schulden bezahlt. Mox, sag das doch gleich. Also, was führt euch her? Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt. Ich nenne sie die Besten, die sie kriegen können. Hm? Was kriegst du dafür? Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer irgendwas.
was zu bieten. Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Sucht ihr eine Freundin? Hab ich dir schon gesagt. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Bitte. Hier kommen also bis so jetzt viele Mädchen vorbei. So ist er nicht viele. So der Sympathischste aber für mich. Aber sagen wir so, ich widme mich mit Leib und Seele jeder Einzelnen von Ihnen. Da kannst du jeden fragen. Ich bin doch kein Metzger. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was die Leute wollen. Umschmeichelt, gelobt und gestreichelt werden. Sich fühlen, als ob sie etwas wert sind. Natürlich. Ich kann mich nicht an alles und jeden erinnern. Bitte, setzt euch auf eure exquisiten Hinterteile. Mhm. Cottonmouth. Nimm mir mit. Brauchst du nicht mehr. Jetzt meins. Soll ich noch was? So. Forrest, sagt dir der Name was? Nein. Sie nennen ihn Woodman, arbeitet im Puppenhaus. Du hast mit ihm geredet? Ich stelle hier die Fragen, du Luder. War es Woodman, der dich mit Evelyn bekannt gemacht hat? Bekannt gemacht? Interessante Wortwahl. Hat sie quasi auf einer Bahre reingerollt. Sie war weggetreten. Ich wollte gar nicht glauben, dass sie nicht tot ist. Hat ihren Namen nicht erwähnt. Also habe ich sie Puppe genannt. Die arme Kleine. Ich wollte ihr helfen, wirklich. Aber diese Einrichtung ist nicht gerade gut ausgestattet. Du meintest, du konntest ihr nicht helfen. Was stimmte denn mit ihr nicht? Also, wenn ich das wüsste, würde sie sicher fröhlich strahlend hier stehen. Das Instruktionsregister auf ihrem Chip war total verkohlt. Hab's ausgetauscht. Hat nichts gebracht. Eine Idee, was den Schaden hervorgerufen hat? Also, die Tech war erstklassig. Sowas geht jedenfalls nicht von selbst kaputt. Sie wurde angegriffen? Ich denke, das war ein Netrunner. Mit ziemlich gefährlichem Code im Gepäck. Ja, die haben vielleicht diesen Puppencode, den sie im Kopf hat, den ja alle Puppen haben, haben sie vielleicht kaputt gemacht oder so, mit Absicht. Komm zum Punkt. Den Punkt? Ah ja. Nun, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie ist. Schluss mit den Scheißlügen! Was hast du, Freak, mit ihr gemacht? Entweder legst du dieser Kreatur einen Maulkorb an, oder du schläferst sie ein. Mit ihr im Raum kann man sich nicht unterhalten. Du bist Abschaum, erbärmlich, überflüssig. Ich bin so kurz davor, dich einzuschläfern. Zwei Beefer aus einem BT-Studio haben sie. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Bitte, bitte! Fängt da eine? Ene, mene, mu. Ich weiß sonst wirklich nichts. Bitte. Ach komm, das hilft deiner Erinnerung. Sie haben was von einer Motte geredet. Ach, guck an. Virtus mit der Todesmotte. Meinten, sie wäre gut für die Motte. Ja, da kommt doch bestimmt noch mehr raus. Oder auch nicht. Versuch was wert. Ich brauch frische Luft. Bin draußen. Wow. Belohnung. 10 Credits. Ich gehe jetzt hier mal, weil Fingers macht eh ein Nickerchen. Sorry, er braucht noch kurz. Der ruht sich aus. Okay? Ciao. Ich hab sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Ja, hinterher ist man immer schlauer, ne?
Ruhig bleiben. Bringt uns nichts, jetzt durchzudrehen. Zeitverschwendung. Oh, ich dreh nicht durch. Ich find's echt chillig, dass F wohl schon tot ist. Das wissen wir nicht. Und ich suche sie lieber, statt unsere verdammte Zeit mit Streiten zu verschwenden. That's a point. Unsere einzige Spur ist ein XBD. Wohin führt uns das? Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Klingt immer noch, als hätten wir nichts. Sagt dir das Todesmottensiegel was? Irgendwas? Egal wie unwichtig es scheint? Hör zu. In dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber XBD-Macher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Die werden wohl kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas Ruhiges, Abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssten das echte Vollidioten sein. Alles und jeder hinterlässt Spuren. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Glück bin ich mit der besten BD-Spezialistin der Stadt unterwegs. Das sind zwei Expertenaugen mehr. Na schön. Deine BD-Spezialistin hat eine bessere Idee. Pleasures of Night City. Eine Domain mit einem Ableger im Darknet. Hm. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches. Ja, das ist gut möglich. Lass mich einen Moment nachdenken. Nehmen wir mal die Darknet-Domain ist die beste Spur. Halten wir uns an deinen Plan. Gut. Hoffentlich kannst du was Nützliches ausgraben. Ich warte im Van. Suche ein Terminal und finde die Domain. Deine krassen Leibwächter sind voll auf weg, ja? Hey, yo! Willst du uns abzocken, oder was? Da fehlen 4 Beutel, Mann! Wer hat Pablo mir nicht gegeben? Wenn's euch nicht passt, macht das mit ihm aus! Genau, macht das mit Pablo aus. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Pleasures of Night City. Chick Chick Street, Brain Dances. Dizzy's Kabuki, einloggen. Ah! Gehackt. Weiter. Da, jetzt haben wir es gefunden. Todesmotte. Layen. Kann man da raufklicken? Nee. Finde den XBD-Dealer in der Jig Jig Suite. Ah, okay. Jetzt hier so einen Dealer finden. Hättest du nicht vorsichtiger sein können? War ich doch. Aber ich muss auch trainieren. Mann. Hier geht's was ab. Ich suche nach Romat. Tag. Ich komme ein andermal wieder. Ja, fahrt's ab. Komm aber. So. Was ist mit dir? Kaufst du was oder willst du nur wie ein Undercover-Bulle rumschauen? Brauch Zeug. Ich suche BDs. Der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Wenn ich ein Bulle wäre, würde ich dich jetzt schon für den letzten Verkauf abführen. Schon gut. Man kann nie zu vorsichtig sein. Was willst du? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einem Feinschmecker zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Na komm, kein Rabatt. Wie steht's um einen Neukundenrabatt? Rabatt gibt's nur für Stammkunden. Wenn du pleite bist, verpiss dich. Oh. Du bist ja nett. Hast du was Interessantes für mich? So, der BD, den wir brauchen, ist der hier. Die frittierte Todesmatte 550.
Bleibt ja nichts anderes über, ne? Nehmen wir das mal mit. Nicht kompatibel mit deiner Software. Okay. Passt. War mir ein Vergnügen. So, triff dich mit Julie bei ihrem Van. Dann gehen wir mal zum Van, Freunde. Vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Okay. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen würde. Muss ein Scav sein. Sonst zieht sich niemand so an. Okay. Moment, Freunde. Ich muss hier mal ein bisschen gucken. So, wie war das noch? Vorspulen mit E? Na, irgendwo muss jetzt noch mal was aufploppen, oder was? Oder habe ich schon was übersehen? Jetzt... Laborkittel. Electric Corp Logo auf den Overalls. Aber wir haben hier was übersehen, wie es aussieht. Ah, da. Ein Pizzastück bestellt. Spulen wir mal vor. Da sind die nächsten. Haben wir da? Dieses Synth-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Backe-Slice. Pappkarton? Gewöhnliche Kiste. Decker, Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Der Kaffee war kalt. Vielleicht einen Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. EC hatte mal... Also? Also kaufen sie regelmäßig bei Backe-Slice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks und der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Verlass dir den Braindance. Ja, Leute, okay. Das ging auch flott. Also ein altes Electric Corp. Eine Scare-Frau. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Also Electric Corp-Gelände irgendwo in diesem... Was hat er jetzt gesagt, wie das Viertel hieß? Los, wir naja, müssen wir fahren ja gleich hin. Ja, fahren wir zusammen? Ja, sicher, let's okay, auf geht's. Dann mal los. Yurinobu Arasaka den CEO-Posten übernommen. Ja, richtig gehört. Genau der Yurinobu, der seinen Konzernpalast verlassen hat. Wird die Bilder nicht los. Aus der Todesmottenvirtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Okay. Okay, Leute, hier scheint das zu sein. Und da wären wir. Okay, Leute. Dann machen wir hier an der Stelle mal Cut. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir gerne einen Daumen da und ein Abo. Und ja, Happy Gaming!